In F1 2019 startest du deine Karriere mit der Wahl eines Formel-2-Teams. Für dieses Team zu fahren, lässt dich die besonderen Momente einer Formel-2-Saison erleben. Eine eigenständige Rennsportmeisterschaft voller Nervenkitzel und das Sprungbrett in die Formel 1. Am Ende dieser Nachwuchsserie bestimmt deine Wahl der Fahrerschmiede und deine Leistung in der F2 die Bedingungen für einen Vertrag mit einem Team der Formel 1. Mit dem Aufstieg in die Königsklasse schreibst du dein eigenes Kapitel in der Motorsportgeschichte. Thank you.
Ein neuer Prema-Fahrer bestimmt hier das Rennen. Devin Butler folgt dicht dahinter. Die beiden haben sich in den frühen Entscheidungen dieser Meisterschaft wirklich nichts geschenkt. Da ist etwas schiefgelaufen. Butler sieht seine Chance. Vielleicht ein mechanischer Defekt? Das Auto wird wieder schneller. Die Ursache des Problems ist unklar. Werden Sie das Rennen so noch zu Ende fahren können? Sieht nach einem Problem mit dem Turbo aus. Du hast etwas an Höchstgeschwindigkeit verloren. Aber du bist kurz vor dem Ziel. Du kannst noch mithalten und ein paar Punkte holen. Gib nicht auf. Gib einfach dein Bestes. Wir stehen alle hinter dir. Will dich überholen. Wiederhole, dein Teamkollege möchte dich überholen. Ich weiß, dass du keine Position abgeben willst, aber er hat mit Turbo bessere Chancen als du. Er kann nach vorne kommen. Wenn du Lukas aufhältst, könnte das einen Punktverlust für das Team bedeuten. Noch einmal, lass Lukas vorbei. Noch ist Zeit für ihn weiter anzugreifen. Das ist toll. Lukas kann jetzt weiter angreifen. Ich soll dir von Lukas Dank ausrichten. Ich weiß, dass es frustrierend ist, aber du hast die richtige Entscheidung für das Team getroffen. Wir stehen alle hinter dir. Gib dein Bestes bis ins Ziel.
tolles Finish. Du hast dich verbessert und hast das erreicht, was wir von dir verlangt haben. Ausgezeichnete Arbeit. Ein großartiger Sieg heute für das Carlin-Team. Davide, was hat hier wohl den Unterschied ausgemacht? Ich denke, er hat das Rennen gewonnen, weil er sich anpassen konnte. Zu jedem Zeitpunkt hat er getan, was erforderlich war. Er war besonnen und beständig, wenn es nötig war, aber schonungslos und aggressiv, wenn es verlangt wurde. Es gab heute nichts da draußen, mit dem er nicht fertig geworden wäre. Diese Anpassungsfähigkeit wird ihm noch gute Dienste erweisen, wenn er sie in dieser Saison beibehalten kann. Wie Sie sehen können, ist es Zeit für die Siegerehrung. Unter unserer Kommentatorenbox flippt das Team von Carlin beim Einlauf seines Fahrers förmlich aus. Was für ein großer Sieg, der dem Team sehr viel bedeutet. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Ein gutes Resultat für Devin Butler, der die Konkurrenz noch weiter hinter sich lässt. Jetzt würde ich gern von dir wissen, Davide Valsecchi, wer dein Fahrer des Tages war. Nach so einem Rennen ist das natürlich Alessio Lorandi, oder? Total sauber, komplett durchdacht. Mit dieser Leistung kann er sehr zufrieden sein. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Teamrangliste. Carlin hat die Führung in der Rangliste übernommen. Nach all der Spannung wäre es verrückt, wenn sie das nächste Rennen verpassen. Wir hoffen, sie wiederzusehen. Machen Sie es gut. Da bist du ja. Das war ein aufregendes Rennen. Es hat dich auf jeden Fall ins Gespräch gebracht. Ich konnte dir ein Interview klar machen. Okay, wir sind bereit hier drüben. Einen Augenblick. Denk dran, alles, was du zur Presse sagst, kann sehr, sehr öffentlich werden. Also, sei entspannt, aber achte auch darauf, was du sagst und wie es andere aufnehmen könnten, okay? Wir sind bereit. Super. Emma sagt ständig, auf sie sollte man diese Saison ein Auge haben. Wenn das stimmt, werden sie sowas wie hier noch häufiger tun. Denken Sie daran, Sie selbst zu sein. Und je mehr Sie mir zuspielen, desto besser wird es laufen. Gut, stehen Sie hier. Ein bisschen mehr in diese Richtung. Perfekt. Bereit? Ein aufregendes Rennen heute. Wie denken Sie darüber? Das ist Ihr drittes Wochenende mit Lucas. Haben Sie sich eingewöhnt?
Wie haben Sie sich gefühlt, als Sie angewiesen wurden, Ihre Position an Lucas abzugeben? Klasse, das war dann alles. Hey, also, ich weiß, dass es nicht leicht war, mich vorbeizulassen, aber es war richtig. Du bist gut gefahren. Ja, ja, so würde ich es auch beschreiben. Nur gut, nicht großartig. Einer von sechs. Einer von sechs kommt in die Formel 1. Die anderen fünf lassen sich von ihren Teamkameraden die Punkte stehlen. Echt schade. Viele Fahrer bekommen keine Chance, weil sie für das Team fahren. Diese Teams haben uns hergebracht. Ja, aber die Fahrer tragen das Risiko. Wir sollten dafür belohnt werden. Willst du in die Formel 1? So denken Gewinner. Ich komme nicht drauf. Wie viele Rennen hast du gewonnen? Jetzt pass gut auf. Am Ende dieser Meisterschaft werde ich die Trophäe in den Händen halten und das ohne Teamkollegen auszunutzen, um den Sieg zu stehlen. Okay, ich bin raus. Glaub, was du willst, Devin. Aber die Saison ist noch jung. Entweder ist er sehr schlau oder du ein Schwächling. Glaubst du wirklich, dass er dasselbe auch für dich tun würde? Nein. Pass besser auf dich selbst auf. Macht sonst keiner. Das muss man gesehen haben. Devin Butler liefert sich ein Rad-an-Rad-Rennen mit seinen Meisterschaftsrivalen. Niemand will den anderen vorbeilassen. Es gab einen Kontakt. Butler ließ seinem Gegner keine Wahl. Das ließ sich einfach nicht vermeiden. Da, ein deutlicher Schaden. Ich bin mir nicht sicher, ob das rücksichtslos oder einfach nur aggressiv war. Jedenfalls werden die Rennmarschalls bald etwas zu sagen haben. Nicht auf, du bist noch im Rennen. Die Rennleitung hat für Devin eine Stop-and-Go-Strafe von 5 Sekunden verhängt. Greif weiter an, du kannst ihn noch einholen. Du kannst ihn schlagen. Devin kommt an die Box. Devin an der Box. Devin ist jetzt auf P6, sechster Platz. We'll be right back.
drüben ist auf P8. Liegt im Moment drei Plätze vor dir. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 8,8 Sekunden. Devon ist auf P8. Devon ist momentan auf P7. Devon liegt ein paar Plätze vor dir. Devon ist auf P8.
Devon ist auf P8. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Plätze vor dir. Gut gemacht. Tolles Finish. Du hast dich verbessert und hast das erreicht, was wir von dir verlangt haben. Ausgezeichnete Arbeit. Also wieder ein fantastischer Sieg für Carlin heute. Also Davide, was ist deine Erklärung dafür? Das war ja eine Achterbahnfahrt. Glückwünsche sind absolut angebracht. Das war ein spektakuläres Rennen und eine fantastische Fahrleistung des Siegers. Allerdings werden sich nach dem Rennen viele Augen auf Devon Butler und die Kollision richten. Er war der Glückspilz des Tages. Er hatte Glück, dass er davongekommen ist und dass er nur eine Strafe erhalten hat. Pech, dass sein Rivale nicht dasselbe sagen kann. Und hier sind sie, die Gewinner von heute. Das Carlin-Team hat einige der größten Namen in der Formel 1 hervorgebracht. Und heute haben sie wieder ihre Kompetenz bei der Rekrutierung neuer Talente bewiesen. Die Sieger von heute haben gewiss eine glänzende Zukunft vor sich. Und nach der heutigen Leistung haben sie diese mit Sicherheit verdient. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Ein gutes Resultat für Devon Butler, der die Konkurrenz noch weiter hinter sich lässt. Also, Davide Vasecki, wen würdest du als Fahrer des Tages wählen? Maximilian Günther. Egal wo oder für welches Team er fährt, wann ist er nicht großartig? Er sorgt immer für außergewöhnliche Leistungen. Das hat er heute gezeigt. Und so sieht es in der Teammeisterschaft aus. Carlin hat seine Führung in der Rangliste ausgebaut. Fürs Erste verabschiede ich mich von ihm, denn richtig los geht's erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht.